Hallo und herzlich willkommen zurück im Elderwood Nationalpark. Ich stehe vor Klos. Ja, ich weiß, das habe ich alles schon mal gemacht. Ich muss jetzt den Schlüssel besorgen fürs Auto und dann steht euch eine ganz tolle Reise im Auto bevor. Da bin ich fest von überzeugt. So, wir nehmen nochmal den Garagenschlüssel und... Eine Ja, das Geschichte hatten wir ist keine schon. Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem eigenen... Und da jetzt kommt auch der Kollege raus, genau. Desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern. So. Die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. So. Gut. Dann können wir jetzt loslegen. Ich erinnere mich nämlich, hier war eben nicht so großartig mehr, ne? Zum Einsammeln. Jetzt geht es nur noch daran, Auto zu fahren. Okay, Tor auf. Und rein. Fahren. Okay, beschleunigen. Kann man den platt fahren da? Wow! So, ich muss mal gucken, wo ich lang fahren muss. Da ist noch einer. Ach, die können wir doch. Nee, können wir nicht. Ums. Da steht ein Wagen im Weg. Machen wir uns langsamer. Ich denke mal, zu langsam dürfen wir nicht werden, aber ich will auch nicht zu schnell hier lang preschen, weil das geht bestimmt schief. Kommen wir da durch? Hoffe ich doch mal, ne? Oh nein, kommen wir nicht. Okay, ich kann die Scheinwerfer verstärken. Und jetzt? Da lang, oder? Aber irgendwie kommt da keiner mehr hier. Wo soll ich die verstärken? Da kommen wir lang. Gut. Und da. Vorbei. Und da geht's aber jetzt nicht weiter. Okay. Ups. Mein Gott, wie viele von denen hier rumrennen. Mein Gott. Also ich finde, ich mache das gar nicht schlecht. Nein, sprach's und rauschte fast in den Zaun. So, hier. So, und jetzt hier noch irgendwo. Da muss ich weiter, ne? Boah. Nein. Mein Gott. Ja, ich denke, das war's. Hier geht's wohl nicht weiter für mich. Mit dem Auto. Gut. Yay! Was ist denn hier los? Polizeiwagen. Oh. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Ja. Okay. Da ist sie. Warum nochmal habe ich umgeschaltet? Boah. Der ist immer noch da. Okay. Verdammt, jetzt habe ich nochmal mit der Leuchtpistole geschossen. Wollte ich gar nicht. Dann noch zwei. Oh, aber der wirft wieder mit so einem Hackeball. Ja.
Die kommen jetzt mit Zeit. Mach sie alle. Wie keine Mütze. Achso. Warum? Komm schon. Was ist denn das für einer? Mann. Da hat es aber jetzt gebraucht. Okay. Hat jetzt ganz schön was verbraucht. Gucken, ob es hier nochmal was zu holen gibt. Weil hier waren wir ja eigentlich schon, ne? Glaube ich. Ja. Und doch. Pium. Okay. Fernsehen. Wir müssen ja zu Barry. Wir haben es ja eigentlich ein bisschen eilig, ne? So, also geben wir auch Gas. Ach, da war Licht. Okay. Da ist er. Der Barry. Es war der Entführer. Doch nicht. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapieren. Ja, ja, ich verstehe. Müssen wir in zwei Tagen dieses Manuskript daran schaffen? Also. Okay, jetzt machen wir uns schnurstracks auf den Weg. Da war leider nicht mehr. Hätte man also auch auf dem Rückweg noch räubern können, aber haben wir ja nicht. So, hier. Barry, ich komme. So, da ist unser Häuschen. Und ganz viele Vögel. Und wie viele Vögel. Mein Gott. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ja. Wie recht er hat. Jetzt. Oh, der Arme. Das ist nach wie vor leider nichts. Ob ich meine Revolvermunition noch aufladen kann? Hm, da ist noch mal ein bisschen was. Leuchtpistole. Ah. Okay, Waffe nachladen. Noch mehr Leuchtmunition. Ja, das hat sich doch gelohnt. Okay. Leuchtfackeln haben wir auch noch. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Ich weiß, was du meinst. Oh. Mein Gott. Boah. Wo sind sie? Ich hab mich... Au! Fuck. Bleib mal besser hier runter, oder? Gruselige Viecher. Gott.
Da habe ich schon keinen Schuss mehr. Hatte ich nur zwei. Also von hier aus kann ich halt nicht viel machen, ne? Nee, keine Munition. Ach, so ein falscher. Wie kommt man denn am besten an die ran hier so? Oh, wie keine Batterien mehr. Na gut, ich habe aber noch ein bisschen. Müssen wir mal so ein Ding anmachen? Kommt da so ein Schwarm? Zünden! Zu spät. Es ist doch schwierig, auf Vögel zu schießen, ganz ehrlich. Und jetzt. Ja, das war's jetzt. Ich hab nichts mehr. Jetzt frage ich mich gerade, vielleicht auf der Rückseite noch irgendwas zu holen ist. Nee, das man kann aber nicht mehr. Mehr. Und ich habe nichts mehr und ich werde sterben. Ich werde kläglich sterben, weil ich nichts mehr habe. Doch hier. So ein Schwarm. Das müsste da eigentlich gelohnt haben, oder? Keine Munition mehr. So, mehr war hier auch nicht. Sie sind immer noch nicht besiegt. Okay, jetzt müssen wir es holen. Ich denke mal, das geht schief. Was liegt denn da? Kann mir das helfen? Lithium-Batterie? Mal hin! Das gar nicht. Oh. Und bei denen reicht mir eigentlich schon nicht, ha? Ich hätte gar nicht meine ganze Munition verballern müssen. Kann das sein? Können die nicht einfach abhauen? Verdammt. Oh, die einfach so aufgetaucht, die Viecher. Das war's gleich. Oh Mann. Verdammt nochmal. Okay.
Könnt ihr nicht einfach abhauen? Verpisst euch! Das war aber mehr als knapp, mein lieber Schwan. Hey, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Old Dear Dino. Gutes Kind.